Ich habe gerade meinen Adventskalender geöffnet. In dem sind Harry Potter Socken drin. Damit heiße ich dich herzlich willkommen in meinem Weihnachtsshop. Du kannst hier gerne nach noch ein bisschen Weihnachtsdeko schauen. Ich habe ein paar kleine Geschenke hier und natürlich auch das nötige Verpackungsmaterial. Soll ich dir gleich mal was Schönes aus dem Bereich Dekoration zeigen? Schau mal, ich habe hier so ganz besondere Weihnachtskugeln da. Nicht so krass kitschig und tatsächlich noch sehr klassisch. Und du musst die gar nicht mal unbedingt an den Baum hängen, sondern du kannst auch Folgendes damit tun. Du kannst die hier auch in so ein Gefäß tun. Da ist ein bisschen Sand drin. Natürlich die Weihnachtskugel und so ein paar glitzernde Zapfen. Das ist schön, ja. Und wenn du es doch ein bisschen kitschiger magst, dann magst du vielleicht auch sowas hier. Habe ich da hinten auch noch eine kleine Schneelandschaft mit einer Eisenbahn stehen. Die kannst du dir auch super gerne noch anschauen gehen. Und soll ich dir einmal kurz zeigen? Schau mal, ich habe vor ein paar Tagen dieses Buch hier angefangen. Das findest du da hinten im Bücherregal. Von Christian Humberg. Mord kennt keine Feiertage, ein Weihnachtskrimi. Soll ich dir kurz einmal vorlesen, um was es geht? Zimt, Gebäck, Schnee und ein rätselhafter Mord auf Greenock Hall. Eigentlich ist Chief Inspector Timothy Smart schon auf dem Weg zu Frau und Festtagsbraten, als sein dandyhafter Freund Robin Chandler ihn bittet, nach Greenock Hall zu kommen. Auf diesen vor Cornwalls Küste gelegenen Landsitz haben sich einige der reichsten und schönsten des Landes eingefunden, eingeladen vom mysteriösen Lord Bainbridge persönlich. Chandler fürchtet nahendes Unheil mörderischer Art, wohlgemerkt. Smart gibt dem Drängen nach. Mit ihm kommt ein Sturm, der die Insel vor der Außenwelt abschneidet. Und nicht nur das. Bald ist Lord Bainbridge mausetot. Der Täter muss sich unter den Anwesenden auf Greenock Hall befinden und kann jederzeit wieder zuschlagen. Suchst noch ein bisschen was für Kinder. Dann habe ich hier, glaube ich, so drei ganz unterschiedliche Ideen. Und du schaust mal, ob das vielleicht für dich passt. Ja? Okay, warte.
ganz niedliche. Weißt du, was das ist? Okay. Pokémon war schon bei uns eine große Sache, ne? Zu dem Kuscheltier habe ich hier im Buch mit Entspannungsgeschichten für Kinder. Das ist Prinz und Prinzessin Farbenfroh aus dem Regenbogenwald. Prinz Philipp und Prinzessin Pippa Farbenfroh leben im Schloss nahe des Regenbogenwaldes. Begleite sie auf ihren Abenteuern und entdecke die Magie des Waldes. 6 Entspannungsgeschichten für Kinder ab 3 Jahren zum Vorlesen. Und ich kann dir mal vielleicht ein paar der wunderschönen Bilder zeigen. Zum Spielen während der Weihnachtstage ist dieses Escape Game. Und davon gibt es ganz viele verschiedene Editionen. Und das ist jetzt hier die verlassene Schule. Und das ist für Kinder ab 8 Jahren. Kann man allein spielen oder mit bis zu 6 Personen. Und dauert 30 bis 60 Minuten. Und ja, die Bauarbeiter von nebenan, die haben leider noch keinen Weihnachtsurlaub. Deswegen unterbrechen die manchmal die Weihnachtsmusik. Dann musst du das Ganze natürlich auch noch einpacken, richtig? Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ganz klassisch Geschenkpapier wählen. Da habe ich dort hinten einen ganzen Ständer mit ganz vielen verschiedenen Motiven. So, ganz klassisch. So viel Zeit hast oder dir das mit dem Geschenkpapier zu lange dauert, zu schwer fällt oder du den Gedanken nicht magst, dass das dann weggeschmissen wird, hätte ich 2 Alternativen für dich. Zum einen habe ich hier solche Boxen.
geschenkt. Noch nachhaltiger möchtest, habe ich dort dann daneben in einem Regal Geschenkmöglichkeiten zum Verpacken aus Stoff, die du dann wirklich ganz, ganz, ganz oft benutzen kannst und wiederverwenden kannst. Also, schau dich ganz gerne überall um. Und dann kommst du einfach wieder zu mir hier vorne an die Kasse und zeigst mir, wofür du dich entschieden hast. Wenn du den Gang dort lang gehst, kommst du zu der Weihnachtsdekoration. Wenn du da nochmal gucken möchtest, da sind jetzt auch ganz viel noch reduziert. Dann eher weiter hinten im Laden sind ganz viele süße Geschenkideen. Nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, kleineres und größeres. Und wie gesagt, da drüben sind die Geschenktüten und auch der Stoff zum Verpacken. Und da ist auch nochmal ein kleiner Ständer mit Geschenkpapierrollen und allem, was du dazu brauchst. Bändern, Klebeband. Und dann hoffe ich sehr, dass es dir hier in unserem Weihnachtsshop sehr gefällt und du alles findest, was du noch suchst. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn du mir zeigst, was du alles mitnehmen möchtest. Und ich hoffe, dieser kleine ASMR-Ausflug nach, ich glaube, 2 oder 3 Jahren hat euch gefallen. Kommentiert sehr, sehr gerne. Und mein Kinderbuch verlinke ich euch selbstverständlich gerne unten in der Infobox und wünsche euch jetzt wundervolle Weihnachtstage.